motiviert mich sehr. Meine Träume, meine Ziele. Ich wollte immer ich sein und nicht irgendwas spielen, weil das mache ich sowieso. Alle meine Erinnerungen von meiner Kindheit sind von Bulgarien eigentlich. Die Idee war, immer Sport zu machen. Eigentlich war nur Sport da für mich. Ich war 15, wir sind hergezogen mit meiner Familie für eine bessere Zukunft. Natürlich war es schwer am Anfang, weil du kannst nicht die Sprache, du hast keine Freunde, keine Hobbys gehabt. Du fängst wortwörtlich ein neues Leben an und dann kam auf einmal diese Ausschreibung, zwar für eine bulgarische Theatergruppe in Wien. Da habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Am Anfang war es für mich nicht wirklich klar, was da war, aber mit der Zeit habe ich richtig realisiert, einfach aus meiner Haut raus. Das war nicht cool. Und dann kam die Schauspielschule. Ich habe alles wirklich hinter mir gelassen und habe gedacht, okay, Sport, dies, das. Ich probiere mal einfach in die Schauspielrichtung zu gehen. Das vergesse ich nie eigentlich. Diesen kleinen Moment, für mich war alles anders. Für mich war das eine total neue Erfahrung, was eigentlich Schauspiel bedeutet. Ich habe viele Sachen gelernt, wie ich so bin. Ich habe Angst vor Zeit. Nicht genug Zeit zu haben, meine Ziele und meine Träume zu verwirklichen. Und ich weiß, jetzt geht's weiter und ich habe noch viel zu lernen. Ich muss diesen Weg selber gehen. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht und wie die Rolle irgendwie, wie ich das spiele oder wie ich das mache, dann ist es das Richtige für mich. Das Ziel wäre, in dem ganzen deutschsprachigen Raum mich weiterzuentwickeln, auch dann international zu gehen, überall auf der Welt spielen zu können. Riesig eigentlich, was ich mir wünsche. Und das kann ich einfach alles nicht sagen. Was ich mir wünsche, das weiß ich selber und das tue ich dann auch. Ja. Und dann legen wir es los, Mann.